Vor allem wirst du gleich noch viel saurer sein, wenn du das, wenn das nicht funktioniert. Dann bin ich richtig sauer, ne? Komm mal mit Ansage. Er tut es. Er tut es. Oh! Wir müssen unsere Aussagen, die wir bis jetzt getätigt haben, zurücknehmen. Also er Man macht kann das. Also mit einem Mietgerät mehrere Mietaufträge machen. Das ist gut. Sag ich doch. Nee. Woher wusste ich, dass die Aussage getätigt wird? Allerdings habe ich jetzt immer noch Sonnenblumen an der Hacken. Manu, das ist alles zum Üben des Geradeausfahrens. Du kannst natürlich auch die von sie abholen. Kann man damit auch eigene Felder machen? Frage an Destroyer, an Heiko. Hier, mit dem... Mit dem Geborgten kann man wahrscheinlich keine eigenen machen. Das wohl eher nicht, oder? Nee. Ja, muss man ja auch nicht. Aber man kann ja dann dadurch richtig gut sparen, ne? Ja. Wenn man alle Düngeaufträge jetzt mit einem macht... Man kann dann von denen das Zeugs kaputt fahren, ne? Dann Deutsch. Spart man schon... Spart man schon eine Ecke, ne? Ja. Das Mimimi ist groß, ja. Nur mit den Zugfahrzeugen, nicht mit den Anbaugeräten. Wie? Nur mit den Zugfahrzeugen. Nee, die, also zum Beispiel, was ich jetzt hier angenommen habe. Saatmaschine geht nicht, oder was? Das schließe ich gleich ab. Den hier. Weil da habe ich ja keine Maschine angenommen. Nee, ernsthaft, ich meine jetzt... Jetzt mal die Frage im Vertrauen und ganz ehrlich und so weiter. Wenn ich diesen Grupper, den finde ich ja toll, den ich hier habe, ne? Der ist ja richtig schön groß und so. Und wenn ich jetzt noch einen Grupperauftrag annehme, ist das dann egal? Wie? Ja, das geht ja hier bei der Maschine auch, oder was meinst du? Ja, weil da steht nur, nur mit Zugfahrzeugen. Ach, für deine eigenen Felder kannst du nur die Zugfahrzeuge nehmen, nicht nur so. Die Trecker, aber nicht die Gruppe oder Flug. Hm. Aber ich kann mit meinem Flug jetzt noch einen Gruppeauftrag, mit meinem Grupper, den ich jetzt habe, noch einen Gruppeauftrag nehmen, ohne Grupper zu beantragen. Ja, habe ich ja jetzt. Weil ich habe ja jetzt voll den großen, geilen Drucker. Hm. Das habe ich ja gerade im Prinzip auch gemacht. Und ich schließe den Auftrag gleich ab. Diesen hier und dann. Warum? Ja, warum soll ich den denn nicht abschließen? Ich muss ja nur den einen offen lassen, wo die Fahrzeuge mit gemietet sind. Den kann ich doch abschließen hier. So, 23. Hä? Nee, achso, ja, den anderen, den ersten. Hast du jetzt abgeschlossen? Nein. Den du jetzt gemacht hast. Den kannst du. Ja, ja, das ist ja schon dein zweiter. Ja, ja, ist klar. Den ersten nicht, weil dann ist er ja weg. Den kann ich auch schon direkt abschließen, denke ich gerade. Ich muss mal meinen hier ein Stückchen zur Seite. So. Du kannst immer den nehmen, auch wenn die eine andere Düngemaschine vorschlagen, kannst du immer den nehmen, ne? Ja, ja, du kannst ja, wenn du dein eigenes Düngen ist Düngen. Mitnimmst, kannst du ja, klar. Ich hätte andersrum fahren sollen. Na egal. Fahr doch nirgendwo hin. Guck erstmal, ob du hier oben bleiben solltest. Wenn du genug Dings drin hast. Stimmt. Ich glaube, ja, doch. Wenn du genug Dings drin hast, würde ich das gucken, dass du da oben nochmal einen Auftrag annimmst. So, ich bin Feld 22. 25. Das ist 25. 25 ist weg. Ach, da hinten ist das.
haben wir denn hier noch? Die 11. Die 11 ist doch auch hier oben. 18, 11. Also 14, 15, 13. Ist fertig, das bin ich, ne? So, Gruppe heben, Gruppe zuklappen. Dann gucke ich auch noch mal nach der nächsten Gruppe. Und dann kann ich das ja dann auch machen. Dann sparen wir einen Haufen Geld, ne? Das stimmt. 16. So. Ja, komm, dann nehmen wir die 16. Und ich nehme die 17. Ich nehme die 17. Vertrag akzeptieren. Okay. So. Was ist denn das hier? Komm ich hier, fahre ich oben lang. Aber diesen werde ich keine runden Ecken machen dürfen, glaube ich. Weil? Warum nicht? Weil das nur ein kleines ist. So. Komm ich denn hier darüber da? Ah, hier meckert er. Scheiße. Meckert er. Hier ist Zug. Eins. Hier kann ich den nicht nehmen. Ach. Was kriegst du dann für eine Meldung oder was sagt er dann? Nur für Lohnarbeit vorgesehen. Ach. Ich lese und fahre. Das Feld 20 kann ich damit noch machen, eventuell. Ich darf doch außenrum fahren, Mann. Also Gruppe sind doch verschiedene, ne? Hm. Augenscheinlich. Aber das ist schon merkwürdig, ne? Weil wenn du jetzt deinen eigenen Gruber nimmst, da hast du ja wahrscheinlich auch einen anderen als... Ach, ich habe den gar nicht angenommen. Ich sollte den vielleicht annehmen. Wie, du hast ihn nicht angenommen? Ja, das ist gut. Vertrag akzeptieren. Nimmt er nicht. Warum nicht? Weiß nicht. Was sagt er dann? Haben wir zu viele offene Aufträge? Oder was? Nee, ne? Ihr habt nur 3 Plätze, deswegen. 3 Plätze? Ach so, Boah, was ist denn das hier? Stimmt, wir konnten ja auch keinen weiteren Helfer engagieren. Mhm. Ja, dann muss ich meinen jetzt abgeben. Ja, dann was? Mein ganzes Geschirr. 16, was ist denn jetzt hier? Ja gut, dann gebe ich 16. Nee, 16 nicht. Gott, hier ist aber viel Unkraut drauf. 18. Abschließen. 16? Muss ich düngen? Echt? Doch voller Unkraut. Das finde ich aber doof. Da müsste eigentlich erstmal ein Herbizid drauf. So. Jetzt hat es hier aber auch nicht geruckelt bei mir doch. Ja. Also Heiko hat schon hingeschrieben, Grubbein geht nicht, weil wir haben nur 3 Plätze. Ja, okay. Das ist das komische Feld. Hier bei mir ist alles voller Unkraut. Ja. Du kannst mit der Nagelschere beigehen und... Kann sein lassen. Kannst ja auch einen Klopper an der Backe nageln, war klar. Ja. Hm.
Aber das ist nicht schlecht, also. Ja, aber das gilt halt nicht für uns alle. Das ist wirklich, wenn wir dann zu dritt spielen, dann können wir das nicht machen, ne? Nee, dann geht das nicht. Wenn man alleine spielt, ist das natürlich gut. Da kannst du schön sparen, ne? Da kannst du richtig sparen. Jetzt bin ich traurig. Ich wollte auch ja, das sparen. Ist auch egal, ich krieg meinen Traktor sowieso. Ja. Na klar. Wobei, das ist echt Kleinvieh, ne? Es ist alles Kleinvieh. Ja, ja, wir aber. Mal gucken mit unseren Gewächshäusern und so, das ist. Genau, Unkraut freut sich auch über Dünger. Das stimmt. Wir spielen mit glücklichem Unkraut. Mit glücklichem Unkraut. Na gut, dann eben halt so. Jetzt bin ich traurig. Nein. Tief traurig. Nein. Guck mal, das ist auch ein schöner Grubber, ne? Oh, ja, der ist schön, das stimmt. Der Traktor ist schwarz. Der ist wie... Ja? Ja, stimmt. Schön. Dankeschön, Heiko, für den Kaffee. Siehst du, bei der nächsten Bahn kann ich gleich mal einen Schluck nehmen. Ja. Ich wollte noch runde Ecken fahren, Mensch. Diese ganze Kurverei wollte ich mir doch ersparen. Ja, ich finde das auch. Also, wenn du den dann erst noch komplett anheben musst und so, das ist schon ganz schön. Mal gucken, ob wir hier wieder runde Ecken hinkriegen. Mit Zucker aus Zuckerrüben macht gutes Geld. Wir brauchen ja eigentlich bei unserem Spielstand Zucker für den Kuchen. Ja, und auch so, aber wir haben, ja, was sind wir? Ach so, das ist schon vorbei, wo man das sehen kann, ne? Ja, wahrscheinlich. Da hatten wir kein freies Feld und... Wir haben auch, glaube ich, nur ein einziges, also bei den Aufträgen, haben wir ein Feld dabei gehabt, wo, ne? Wo man Zuckerrüben hatten wir gar nicht. Ein kleines Feld, doch ein ganz kleines Feld hatten wir. Auf unseren eigenen Feldern, ja, hier, Hier haben wir nur die, was wir am Anfang hatten, wie gesagt. Wir sind immer noch im allerersten Jahr. Das, was wir da am Anfang gemacht haben, was war das? Gerste, Weizen. Gerste, Raps, Weizen, ne? Ich glaube ja. Ja, ich glaube ja. Weil mein auch. Also sind wirklich noch die ersten Aussagen. Ja. Das stimmt. So, was haben wir denn hier noch? Guru ist weg für heute. Gute Nacht. Schlaf schön. Süße Träume. Guru. Bis dann. Morgen ja, findet auch ein Stream statt. Der Traktor ist schön. 44. 11. 9, 4. 3, 4, 9, 11. Morgen, die Aussage. Morgen findet auch ein Stream statt. 3, 4, 9, 11. Das dreht die Andrina immer groß, die Alarmglocken. 19 Uhr. 19 Uhr. Guck mal, was sie da rechnet. Nee, ich guck. Jetzt mal, weil ich muss ein bisschen Düngerzeug fahren. 44, den nehmen wir mal. Aber guck mal, 10.000, 10 mal 400 Tacken oder 500 Tacken, ne? Sind auch 4.000. Mit 11, wo ist denn 11? Die man spart. Ja, ja. Mit 11. Der ist mein Mädchen für alles.
Ja, der Traktor. Ja, was ist das für einer? Moment. Warte. Ich muss erst mal zum Laden fahren. Das ist ein Deutz-Fahr. Deutz, okay. Ja, ich mag so gerne den Klaas, den ich hab. Den liebe ich auch heiß und innig. Also, vergiss es. Doch. Wieso? Doch, das ist an unten. Ja? Nein, nicht wegen dem Klaas. Mit dem mache ich auch wirklich alles. Also. So, jetzt werden wir erstmal ein bisschen Düngemittel reinmachen. Aber wirklich, überleg mal, wie viele Felder wir jetzt haben. Dass man jetzt sagen könnte, wir haben jetzt, wer weiß, wie viel verdient, ist ja irgendwie auch nicht, ne? Ich habe schön streifen gelassen. 278.000. Wie viel hatten wir? 255. Hatten wir, wo wir gestartet sind. Haben wir 23.000 zusammengefahren bis jetzt. Naja, bis jetzt ist gut. Ja, mühsam und so, ne? Ja, das ist schon. Also wir müssen mal gucken, was unsere Gewächshäuser so machen. So, wo haben wir denn? Sollen die denn machen bei 0,5? Ach so. Bisschen schneller nicht, wa? Ich denke ja nur daran, dass wir dann die Aufträge nicht schaffen. Definitiv nicht. Und dann sind viele Felder nicht behandelt. Und dann wären wir bei den Ernten, sollten da Ernte entstehen, kein Plus machen. Weil wir machen ja durch die Auftragserfüllung Plus. Und wenn wir bei den Ernten dann ordentlich was rauskriegen, machen wir auch Plus. Also machen wir ja quasi doppelt Plus. Ja. Wenn man die Aufträge macht. Weil wir sind noch nicht in der Position, dass wir uns von unserem eigenen Land ernähren können. Nee, das ist so. Das ist wahr. Oder habe ich jetzt für die LS-Spieler, habe ich da jetzt was Falsches gesagt? Die Ländereien werden ja nicht bestellt. Habe ich gesagt 25. Nehmen wir erstmal das. Mulchen nicht vergessen bei unseren Feldern. Ja, das habe ich schon gemacht. Also privat bei unserem Spielstand, ja. Auch bei Weizen und so, ne? Ach, da unten, das ist das. Okay. Ja, da kann man so rumfahren, ne? Es bringt viel bei kleinen Feldern. Ja, das stimmt. Also wenn man alles macht, mit Kalken, Düngen, Mulchen, Steine sammeln und hast du nicht gesehen, kann man richtig, richtig was rausholen aus dem Feld. Das stimmt. Ja, hat man auf jeden Fall eine ordentliche Ertragssteigerung. Also. Ja. Das stimmt. Ich sehe nichts, Bäume. Weil mir, wie gesagt, mir klingelt das immer noch in den Ohren, wie Julia gesagt hat, ihre Felder werden nicht bewirtschaftet. Ja, aber das war vor dem Update. Der Hund! Hast du schon wieder den Pringles überfahren? Nee, der hat bestimmt nichts zu essen. Der latscht schon wieder auf der Straße rum. Unglaublich. Hund! Hund? Wo ist er? Mach was in den Napf, dann kommt er. Komm. Der sucht schon wieder ein neues Zuhause. Unglaublich. Ja, bei dir als Fräuchen würde ich es auch. Ja, ja, der ist. Komm her, du ausgemergeltes Tier. War die Tante wieder böse zu dir, ne Pringles? Die Tante, gib dem armen Tier jetzt mal was zu essen. Pringles.
Engels? Da. Hier, happy, happy. Prima. Ein Plan für uns. Warte, warte, ich lese gleich weiter. Ich muss einmal um die Kurve. Erntereifes Feld kaufen, abernten und wieder verkaufen. Sollte Gewinn bringen. Ja, wenn die Ernte das bringt, was wir beim Verkauf des Feldes wieder Verlust machen. Hm. Ritter hat noch ein paar Kokos-Cookies. Kokos-Cookies! Oh. Für Pringles. Ja. Die wird Pringles niemals kriegen, Grit, das weißt du, ne? Die müssen erst bei mir durch die Qualitätskontrolle. Das ist leider so. Wo liegt ein Hänger auf der Seite? Wo? Wo hier? Zu Hause liegt ein Hänger auf der Seite, dein Ernst? Wie zu Hause? Bist du zu Hause lang gekrust? Nee. Ach. Warte, ich gehe mal einmal nach Hause. Jetzt fahre ich gerade in die falsche. Ich fahre mir hier gerade so einen richtigen Stiefel zusammen, ehrlich. Nee, hier liegt kein Hänger auf der Seite. Nee. Nicht, dass ich das wusste, nee. Ich lese Chat und fahre, ey. Das geht. Das geht gar nicht. Nee, da liegt keiner auf der Seite. Mulchen, aber nur bei Sonnenblumen und Mais. Gut, resten kann. Was Rest nicht sein kann, muss kann. Was? Rest? Was? Also bei den anderen, bei den anderen kann man es machen, muss man aber nicht. Aber wenn man eine Ertragssteigerung Ertragssteigerung. Ja, ein bisschen. Hey, wie viel muss man diesem Feld noch da antun? Was hier irgendwo ist, und das hier ist das irgendwo. Irgendwie scheinen mir die Felder heute dreifach zu groß zu sein. Also, warte, Lavi, sind hier. Ich gehe noch mal auf mich. So, dann springe ich mal rüber in den Traktor und hier kann auch noch mal ein bisschen rausscrollen. Das ist unser Hof. Ich sehe hier tatsächlich keinen Anhänger liegen. Nee, ich auch nicht. Oder spiel ich jetzt? Hallo Jens! Hi Jens! Also tatsächlich, ich sehe auf unserem Hof keinen Anhänger liegen. Mein Wundern würde mich das nicht! Aber. Wundern würde mich das nicht, wenn die Frau zu Hause war. Und den Pringles. Ach, das schwarze Ding habe ich für einen. Ach so, ja. Ach so, das ist der Mulcher, glaube ich. Ja, also bei der Frau, und wenn sie dann die Pringles füttert, dann entsteht schon ab und zu mal ein bisschen Unordnung. Hast du bald alle durch, Jens? Da fehlen nur noch Lavisina, Heiko, Karl-Heinz, Illy, Philipp, Hans fehlt noch. Jana ist auch irgendwo im Hinterkopf, im Hinterstübchen versteckt. Hast du bald alle durch jetzt? Ach, hier, Mike ist noch da. Micky ist auch da. Micky 1, Micky 2 sind da. Ist alles gut. Also. Ihr müsst die Namen schon aufzählen. So. Ja, genau. Oh, guck mal, ich hab Liebe mit Doppeldur.
Ich lieb dich auch. Mit Doppelte. Man nennt es Knuddeln. Mit Doppelte. Ah, siehst du, Jan hat ihren Namen gehört. Er ist gleich wieder aus ihrem Versteck gekommen. Ich hab das gesehen. Ja, das ist nicht zu sehen. Schwesternliebe forever. Die Gräfinnen haben geläutet. Oh, die Gräfinnen. Jetzt wird's aber hier hochherrschaftlich. Ehrlich. Nur weil wir auf dem Traktor sitzen, sind wir noch nicht herrschaftlich. Obwohl, naja. Prinzessin Manuela von Lohngruppen, Trackerbabes, GmbH und KKG. KKG. Oh, aber einen längeren Namen hat Philipp nicht finden können. Aber er ist schon genial, kannst ja, du nicht sagen. Ja, ist genial, der Name ist genial. Ja, der Gummistiefel, du meinst den Gummistiefel, ja. Das sind die Frauen der Gummistiefel, nicht her. Wisst ihr, was das Gute ist, wenn ich jetzt hier Löcher drinnen lasse? Die sind scheißegal. Die sind ja nachher doch gegrubbert. Das stimmt. Ach, gucken wir mal, was die Frau macht. Sie düngt. Nein, lass uns nicht. Um Gottes Willen. Also na. Philipp treibt mich irgendwann in den Wahnsinn. Ich schwör's dir. Nein, du hast nichts falsch gemacht. Mann. Im wahrsten Sinne des Wortes, Mann. Ich habe den Tee heute schon vorgezogen. Ist arg kalt geworden. Es ist ungemütlich. Wirklich widerlich ungemütlich. Dass ich das höre von... Ja, du, Hans, Umgang formt den Menschen, weißt du? Mein Monkauge ist geschädigt. Da wurde mit einem glühenden Eisen reingestochen und das glühende Eisen hat einfach nur tipptopp, weißt du? Das Wort tipptopp, ne? Wurde mir glühend heiß ins Auge gestochen in mein Monkauge. Ach so. So. Du Arme, ja, sag ich doch. Davon rede ich doch die ganze Zeit. Unfassbar. Ohne Worte, ehrlich. Das ist. Man ist sprachlos, echt. Ja, aber dafür redest du ganz schön viel. Ja. Nee. Nasskalt, wie gestern hat es bei uns gehagelt sogar eine kurze Zeit. Ja, war es gestern oder vorgestern? Für gestern habe ich kein Zeitgefühl, das kann auch vorgestern gewesen sein. Also es ist auf jeden Fall widerlich. Es ist auch richtig kalt. Kalt und nass und Queen Elizabeth, das Lisbeth. Was, Queen Elizabeth? Das Lisbeth, ne? Ja, stimmt, die kann, kann Traktor fahren. Boah, wo liest du das? Ja, im Chat, ne? Im Chat, bei mir steht, Ma, du Arme ist das Letzte und bei uns geht ein starker Wind. Etwas höher. Höher. Ach, Lavisinchen, Queen Elizabeth konnte auch Traktor fahren und LKW. Aber das, ob sie das jetzt noch schafft, ist aber auch fraglich, oder? Nee, ich glaube, jetzt läuft das nicht mehr so. Elizabeth.